Go4Gold Podcast von Antje Heimselt. So steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt. In diesem Podcast möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben für Selbstcoaching im Vertrieb. Dazu ist ja auch erschienen mein Buch Persönlichkeit verkauft und mein Ansatz ist eben an der eigenen Persönlichkeit anzusetzen, sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Und dazu hilft es oftmals, einen Blick in den Spiegel zu werfen. Um den Kern Ihrer Persönlichkeit zu hinterfragen, ergänzen Sie doch mal Sätze wie die folgenden. Ich weiß, dass ich. Also kommen da eben Sätze wie ich weiß, dass ich fit bin bezüglich Reklamationen oder kommen da eben Zweifel? Und denken Sie immer dran, die Dinge wollen geübt sein. Das ist das, was wir vom Spitzensport lernen können. Spitzensportler üben 6-mal die Woche, damit sie dann topfit sind, wenn es drauf ankommt. Aber wann üben wir eben im Vertrieb und Verkauf die wirklich wichtigen Dinge wie Gesprächsführung, Reklamation, Einwandbehandlung und so weiter? Nächster Satz. Ich bin ein Mensch, der optimistisch ist oder pessimistisch. Denn bekanntlich ist der Optimist der deutlich bessere Verkaufszahlen schreiben wird. Nächster Satz. Ich bin bereit, Opfer zu bringen, weil mir Erfolg wichtig ist. Denn Erfolg heißt definitiv verzichten und hart und viel arbeiten. Daran hat sich auch in Zeiten der Digitalisierung und der Agilität nichts geändert. Nächster Satz. Es ist nicht einfach, trotzdem werde ich. Nur wenn ich will, dann kann ich. Ich werde meine Zukunft planen, weil ich. Ich bin glücklich, wenn ich. Also, wenn ich in die Natur gehe, wenn ich mich bewege, wenn ich eine liebe WhatsApp bekommen habe, wenn ich einen Auftrag bekommen habe. Ich habe Erfolg, weil ich es verdiene, denn das ist die Grundlage dafür, dass ich es verdiene, dass ich entscheide, erfolgreich zu sein, dass ich erfolgreich sein will und dass ich auch erfolgreich sein darf. Nächster Satz, ich bin zufrieden, weil ich. Ich werde mein Selbstbewusstsein steigern, weil ich. Und Selbstbewusstsein bitte nicht verwechseln mit Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein bedeutet sich seiner Selbstbewusstsein. Ich bin innerlich reich, weil ich. Ich habe einen starken Willen, weil ich zum Beispiel zielorientiert bin oder ehrgeizig, noch sehr viel Erfolg haben möchte. Es war ein Fehler, dass ich, und wir machen allesamt Fehler, und wer aus Fehlern lernt, ist nachher der Erfolgreichere als der, der nie Fehler riskiert. Ich bin bereit, Verantwortung zu tragen, weil ich. Ich bin ein guter Organisator, weil ich. Wenn ich frei und sicher sprechen könnte, würde ich, also Thema Konjunktiv. Wenn ich keine Hemmungen hätte, würde ich. Selbsterkenntnis, sich hinterfragen, ist der erste Schritt zur Veränderung. Wir müssen uns immer erstmal die Dinge bewusst machen, eine Ist-Analyse, eine Bestandsaufnahme machen. Und im nächsten Schritt überlegen Sie sich dann bitte, was genau möchte ich verändern? Was ist mein Ziel? Und hier gibt's Kurz-, Mittel- und langfristige Ziele. Was ein mittel- und langfristiges Ziel ist, das legt jeder für sich fest. Da gibt's ganz unterschiedliche Vorgaben, wenn wir uns mal mit der Literatur beschäftigen. Machen Sie Ihre Ziele schriftlich, denn alles andere sind meistens nur Wünsche und Probleme. Schriftliche Ziele
bedeuten natürlich auch ein Commitment sich selbst und anderen gegenüber, wenn man es denn dann auch zumindest ein paar Leuten bekannt gemacht hat. Zudem, wenn Sie es aufgeschrieben haben, dann können Sie es auch zwischendurch wieder loslassen, weil Sie wissen ja, wo Sie Ihre Ziele wieder finden, wo Sie es aufgeschrieben haben. Ich selbst habe meine Ziele in Bilder umgesetzt, weil wir denken ja in Bildern und der digitale Fotorahmen mit meinen Zielen steht auf meinem Schreibtisch, so dass ich immer wieder an meine Ziele erinnert werde. Dann machen Sie sich mal bewusst, vergleichen Sie mal Ihre jetzige Situation mit der Situation vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Was ist denn in den letzten 12 Monaten, 24 Monaten, 36 Monaten passiert? Was hat sich geändert? Was hat Ihnen dabei geholfen? Und was hat Sie eher behindert? Und dann eben nochmal zurück zu der Frage, was wünschen Sie sich bezüglich Ihrer eigenen beruflichen Zukunft im Verkauf und Vertrieb? Schreiben Sie mal all Ihre Fähigkeiten, Stärken, Talente und Fertigkeiten auf, die Ihnen dann bezüglich Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche angesichts Ihrer beruflichen Zukunft helfen, Sie stärken und Sie, wenn Sie sich diese immer wieder bewusst machen, auch wissen, dass Sie Ihre Ziele definitiv erreichen können. Solange Ihre Ziele und Ihre jetzige Situation Ihnen innerlich und auch im Außen nicht klar ist, nicht aktiv ist, dann ist die Motivation eher gering. Also, was sind Ihre Motivatoren? Was ist die Antwort auf das Wozu? Wozu arbeiten Sie im Vertrieb und Verkauf? Das braucht eine klare Antwort. Es braucht eine Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun, um motiviert an unsere Aufgaben im Job heranzugehen. Wenn Sie dann Ihr Ziel schriftlich niedergelegt haben, dann überlegen Sie sich die To-Dos, die nötig sind, die Handlungen, damit Sie wirklich Ihre Ziele oder Ihr Ziel erreichen. Worauf dürfen Sie in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten Ihre Aufmerksamkeit und Energie richten, damit Sie Ihre Ziele erreichen? Denn in meinen Augen ist heute ein Hauptproblem, dass viele Menschen viel zu wenig fokussiert sind und viel Zeit verplempern mit Dingen, die überhaupt nicht einzahlen auf die Zielerreichung und man dann am Ende des Tages noch das Gefühl hat, dass einem für sich selbst überhaupt keine Zeit bleibt. Aber wenn man mal ehrlich ist und fokussierter arbeiten würde, dann ist man früher fertig und hat auch wieder mehr Zeit für sich und die Familie, die Partnerschaft. Gestern war gerade wieder eine Business Coach Ausbildung und dort lehre ich auch immer die Wunderfrage nach Steve DeShazer, der Begründer der systematischen Kurzzeittherapie. Und das ist auch eine Frage, mit der Sie sich mal beschäftigen sollten. Wenn über Nacht ein Wunder geschehen würde, und das wäre ja wirklich ein Wunder, woran würden Sie am nächsten Morgen, wenn Sie früh aufwachen, merken, dass etwas anders ist, dass ein Wunder passiert ist? Machen Sie sich das bewusst. Denn wenn Sie es nicht wissen, wenn Sie es nicht merken, dann werden Sie zum Hamster im Hamsterrad. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Tipp für das Selbstcoaching. Überlegen Sie sich mal bei den Veränderungswünschen, was gehört in den Bereich änderbar, was gehört in den Bereich teilweise änderbar und was gehört in den Bereich überhaupt nicht änderbar, nicht von meiner Seite. Denn mit diesen Dingen finden Sie sich bitte ab. Denn ständig zu lamentieren über Dinge, die wir nicht ändern können, und dazu gehören im Übrigen auch andere Menschen, das macht nur unglücklich, pessimistisch, frustriert. Also ich wiederhole nochmal, Sie können andere Menschen nicht verändern, wenn der Mensch selbst es nicht möchte. So, das war die Tür im Hintergrund, die zugefallen ist, weil draußen geht ein Wind. Zum nächsten Punkt, machen Sie sich bewusst, was ist es Ihnen wirklich wichtig, Thema Werte. Denn wenn das, was uns wichtig ist, mit dem übereinstimmt, was wir im Beruf tun, dann gewinnen wir daraus Perspektiven, Energie, Ideen, Kreativität und eine innere Kraft.
Nächster Impuls, es gibt im NLP das sogenannte Walt Disney Modell, eben nach den Figuren im Walt Disney. Und die drei Rollen sind der Träumer, der Kritiker und der Macher. Und der Kritiker ist eben auch der Controlletti, der schaut, ob das Ganze, das, was man da vorhat oder sich vorgenommen hat, auch finanzierbar ist. Und daher schalten Sie ab und an Ihren Controlletti ein und schauen Sie, überprüfen Sie, ob Sie noch auf Zielkurs sind oder ob Sie schon längst rechts oder links abgebogen sind und auf dem Weg ganz woanders hin sind. Denn ja, natürlich, bei jedem Ziel, das man sich setzt, darf man gleich mal Umwege mit einplanen. Denn seltenst erreichen wir mittel- und langfristige Ziele auf dem direkten Weg. Nur wir sollten das eben, das sollte uns dann rechtzeitig auffallen, damit wir eine Zielkorrektur vornehmen können. Und jede Veränderung ist ein Prozess, ist nichts, was über Nacht passiert. Daher bitte immer auch Geduld, Geduld mit sich selbst, mit anderen und eventuell auch mit dem Kunden. Setzen Sie sich nicht ständig unter Druck, wenn Dinge nicht sofort passieren. Ja, ich weiß, das ist leicht gesagt, weil auch ich gehöre eher zu den ungeduldigen Menschen. Und doch wächst ein Grashalm nicht schneller, wenn wir an ihm ziehen. Ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist im Stuck-State, man kommt nicht weiter, dann ist gut, sich einen Mentor oder einen Menschen zum Austauschen zu suchen, der einem bereit ist, auch mal Feedback zu geben oder Dinge zu hinterfragen, weil wir selbst haben oftmals die Systembrille auf, wir sehen selbst Dinge nicht. Das ist halt wie beim Fußball gucken, wenn wir im Stadion sitzen, dann sehen wir vielleicht manchmal Dinge wirklich besser als die Spieler selbst auf dem Spielfeld. So, wenn jetzt in dem Austausch mit einem Kollegen oder auch einer dritten Person, das kann zum Beispiel dann auch ein Coach sein, ein externer Coach, da große Abweichungen da sind zwischen dem, was Sie tun, was Sie sich auf Ihrem Handlungsplan notiert hatten und dem, was von außen an Sie herangetragen wird, dann überprüfen Sie, was ist wirklich nötig, wo braucht es eben definitiv eine Zielkorrektur. Dann ist ja sehr entscheidend, wie wirken wir im Außen. Also hier differenziere ich gerne zwischen Schein und Sein, denn Schein ist durchblicken heute dann doch viele Menschen. Es geht wirklich um das Sein und daher immer mal wieder auch sich überprüfen, auch bezüglich der eigenen Körpersprache. Wie wirke ich? Bin ich präsent? Schulterblätter zurück? Gehe ich aufrecht? Kinn gerade? Gehe ich entschlossenen Schrittes in ein Gespräch hinein? Oder lasse ich meine Schultern eben eher hängen, Mundwinkel hängen, Blick auf den Boden? Dann spielen eben so Dinge wie Augenkontakt. Gelingt es mir immer wieder, den Augenkontakt herzustellen, ohne einen Menschen zu durchbohren? Auch das sind ganz wichtige Aspekte. Ich werde auch nie vergessen, meine Zeit an der Schauspielschule Lee Strasberg School in New York. Dort mussten wir an einem Vormittag stundenlang auf harten Holzstühlen sitzen. Wir durften nicht mitschreiben. Wir mussten einfach nur dort sitzen und zuhören. Wir durften nicht die Beine überschlagen, nicht die Hände kreuzen, nicht mit den Händen ständig irgendwie in die Haare, an die Ohren, ins Gesicht, sondern wirklich mal diese ganzen Kompensationsbewegungen, die wir machen, wenn wir uns langweilen, innerlich verabschieden, nicht verstehen, unsicher werden, so treiben und uns das mal bewusst zu machen. Und diese Übung gebe ich Ihnen mal so mit als Idee. Machen Sie sich bewusst, wie oft haben Sie aus Versehen auch die Hand vor dem Mund? Also wirklich, ich hatte jetzt erst ein Gespräch mit einem Unternehmer mit 50 Mitarbeitern. Er hat immer und immer wieder seine Hand vor dem Mund. Und wenn sich dann jemand schlecht artikuliert plus die Hand vor dem Mund, dann versteht man den anderen nicht. Und für mich als Kunde ist es dann eben auch sehr unangenehm, wenn ich immer wieder sagen muss, sorry, ich verstehe Sie nicht, könnten Sie es bitte nochmal wiederholen? Also sich selbst mal, auch wenn man jemand dabei hat, dazu später Feedback geben zu lassen, ob man eben auch eine zugewandte Haltung hatte und das auch innerlich, das kann dann der andere einem eher nicht sagen, aber war ich auch körperlich dem
kundenzugewandt oder eher abgewandt. So, jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Freude beim Umsetzen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich oder setzen Sie sie in den Kommentar und ich werde sie dann sukzessive per Podcast, Blogartikel oder YouTube beantworten. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsoeth-academy.com beziehungsweise www.antje-heimsoeth.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao und bis bald, eure Antje Heimsoeth.